Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kevin testet Technik. Heute schauen wir uns nochmal ganz genau die Logitech G Pro Superlight 2 an. Das ist die neueste Variante. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da. Glocke und abonnieren ist natürlich auch mal mit drin. Genau. Ansonsten würde ich sagen, öffnen wir das schöne Ding einmal. Wir haben hier auch schon unser Öffnungsmaterial bzw. das Hilfsmittel dafür. Müssen wir hier natürlich vorsichtig sein. Ups, das war doch nicht so vorsichtig. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nur ein bisschen Pappe. Öffnen wir das Ding mal für euch und gucken dann gemeinsam mit rein. So, drehen wir das wieder um. Das sollte rausleiden in der Theorie. Und das tut es auch. Hier haben wir das schöne Ding. Wir haben uns das Ganze in Weiß bestellt. 53 Gramm hat das Ganze. Das fühlt sich also wirklich sehr, sehr leicht an. Hier, ich habe auch schon meine Gaming-Handschuhe angezogen. Das ist eine super Sache. Ich glaube, viel mehr gibt es ja gar nicht zu erzählen. Sie ist wireless, sie ist weiß, sie ist gut in der Hand auf jeden Fall. Und da freuen wir uns definitiv drauf. Ne? Den Dongle darf man natürlich nicht vergessen. Ohne funktioniert das Ganze ja natürlich nicht. Und hier haben wir noch ein bisschen Infomaterial und eine kleine Broschüre sowie das Ladekabel. Alles klar, wunderbar. Dann danke ich fürs Zuschauen und abonnieren, Daumen nach oben und die Glocke aktivieren nicht vergessen.